Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, es ist jetzt, Gott, 20 nach 9 schon. Arne und ich fahren jetzt einmal kurz zum Jäger, sag, wollte ich schon sagen. Nein, zum Bauern und holen Eier, Fleisch. Die verkaufen auch mittlerweile Wildfleisch. Und dann habe ich heute so ein bisschen was auf dem Zettel. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich würde ganz gerne zu Wohlers fahren und ein bisschen Herbstbepflanzung holen. Und zwar für das Grab von meinem Vater. Ich hoffe, dass alles so gut klappt, wie ich mir das so vorstelle. Und jedenfalls schauen wir mal. Die haben ja heute so ein bisschen verkürzte Öffnungszeiten, weil heute ja Sonntag ist. Und ja, die Kinder sind auf, Ash und Alina. Ich habe schon den Brötchen aufgebacken. Ich habe gesagt, ihr könnt gerne frühstücken. Wir sind jetzt ja, wie gesagt, weg mit dem Fahrrad. Gehen nicht zu Fuß. Brötchen sind soweit aufgebacken. Diese hier, diese mit Mohn, sind solche Lokalbrötchen von diesem Gewichtheber. Wisst ihr, von denen ich auch die Nudeln habe? Ich komme jetzt auf den Namen gerade nicht. Auf jeden Fall riecht das alles sehr, sehr lecker. Und ich zeige euch mal ganz kurz nochmal unseren Apfelmus-Vorrat. Haben wir heute Morgen schon alles gemacht. Zu zweit geht es viel, viel schneller. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einmal kurz aufs Fahrrad und düsen mal los. So, wir werden hier gerade beim Bauern bedient, Leute. Einmal da fuhr was, da haben wir Fleisch bestellt. Schon ging das warme Wildfleisch und für Ash habe ich die Drumsticks mitgenommen. Das ist gar nicht so teuer pro Kilo im Vergleich zum Laden. Genau, ich habe hier die Eier. Und schon, wir müssen nochmal Gulasch da gleich haben. Oh, ja, genau. Ich habe euch mal ganz kurz abgestellt. Ich bin jetzt mittlerweile schon im Auto. Und gerade eben habe ich noch Max getroffen. Und dann, ihr glaubt nicht, was wir nach langer, langer Suchen oder nach langer, langer Suchen und eigentlich die Schuld in die Schuhe schieben, hat Ash zumindest gemacht. Er hat sein T-Shirt vermisst, ein schwarzes, normales T-Shirt. Und er hat zu mir gesagt, Mama, du hast es irgendwo hingelegt. Ich habe gesagt, nein. Und wir haben zigmal seinen Schrank durchgewühlt, Waschmaschine ausgeleert. Dann hat er Alina gefragt, Alina, dann hast du das T-Shirt mitgenommen? Sie so, nein, habe ich nicht. Und jetzt liegt es bei uns auf dem Schrank. Warum? Weil Max das oben hatte. Er hat das sogar, sagt er, in der Wäsche gehabt irgendwie. Und seit Wochen vermissen wir dieses stinknormale schwarze T-Shirt. Und er war schon am Verzweifeln. Er sagte, ist nicht schlimm, dass es weg ist. Er will einfach nur wissen, wo das ist. Ich habe gesagt, okay, vielleicht war er im Fitnessstudio vergessen. Er sagte, nein, hat er nicht angehabt. Naja, das war nach dem Strandbesuch dann. Ne? Hat er ist bei den Kindern in die Wäsche gegangen und bei Max geblieben. So, und heute hat er hier die Hose wiederbekommen, die er komischerweise nicht vermisst hat. Socken und T-Shirt. Das ist der Hammer, ne? Meine Hübschen, wir haben nicht gefrühstückt. Die Kinder frühstücken gerade. Die haben sich schönes Ei gemacht, haben sich ein iPad angemacht. Irgendwas gucken sie in eine Serie im Wohnzimmer am Tisch. Und frühstücken schön, haben sich alles rausgeholt: Obst, Gemüse, Aufschnitt, Aufstriche, alles. Also, es ist richtig Sonntagsfrühstück für die. Und ich fahre jetzt einmal ganz schnell mit euch zu Wohlers und gucke nach ein bisschen Heide, paar Herbstpflanzen. Ab nächste Woche soll es sowieso schlechter werden, das Wetter. Ab morgen sowieso Regen, ich weiß gar nicht. Eigentlich wollte ich es morgen machen, auch zu meiner Mutter fahren. Sie hat nämlich Bimini gemacht für Ash und daher will ich heute die Blümchen halt holen. Dann habe ich das schon erledigt. Mein Schnucki hat sich rangesetzt, um ein Video zu schneiden. Und ich düse jetzt los mit euch zusammen. Wir haben nicht gefrühstückt, gar nichts. Ne? Deswegen, ja, ich würde sagen, wir fahren mal schnell los.
sehe hier schon so ein bisschen Heide. Guck mal, die haben es für 2,49. Was ja wahrscheinlich das alles an Heide, ne? Wollte ich ein paar hiervon mitnehmen, auch von den Weißen. Und dann muss ich noch mal kurz gucken, ob ich die noch was anderes irgendwas hier haben, was man jetzt pflanzen kann, was ein bisschen halt länger hält auch. Weil, also Chrysanthemen wollte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, weil die halten nicht lange. Und ich glaube, die locken eher noch mal Schnecken an oder so. Ich muss mal Einkaufswagen. Mach dich selbstständig. Ich verschaffe mir jetzt einmal ganz kurz einen Überblick. Der rollt. Der rollt. Der rollt. Na gut. Also. Stelle ich einmal ganz kurz hier ab. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Pflanze ist, zum Beispiel, ne? Aber es soll halt ein bisschen freundlicher sein, nachher auf dem Grab. Nur mal kurz gucken, was es hier noch so gibt. Die Gräser sind wunderschön, ne? Aber die nimmt man natürlich nicht fürs Grab. Ich weiß nicht, ob man sowas nimmt. Glaube ich eher nicht so, ne? Oder? Ich habe jetzt 4-mal weiß mitgenommen, 6-mal rot, wobei ich bei denen lieber reingehe. Die haben da bestimmt noch mehr. Die weißen sind so ein bisschen auseinander, so wisst ihr? So ein bisschen schief und krumm. Und die Farben finde ich nicht so gut. Naja, wir gehen mal rein. Ich habe jetzt 2 von diesen Gräsern mitgenommen. Das kann man auch bestimmt schön einpflanzen. Diese beiden hier, solche. Hier ist noch mehr Heide und ich hatte noch überlegt, aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ich glaube, ich lasse es lieber. Und die sind immer ganz kurz zu der Pflanze, die ich jetzt gerade hier entdeckt habe. Das ist auch so eine typische Herbstpflanze eigentlich, oder? Dieses hier. Das gibt es noch in grün. Das ist ein bisschen anders. Und weinrot. Ich weiß nicht, wie das aussieht nachher. Und hier haben sie so eine größere Heide. Einen größeren Topf. Aber von denen habe ich jetzt erstmal Abstand genommen. Dieses Gras ist wunderschön, sehe ich ab und zu mal sogar bei jemandem einfach mal wachsen. Strandroggen. Im Grunde fast wie echt am Strand, aber ich weiß nicht, wie groß das hier wird. Sehr, sehr interessant. Achso, 1 bis 1,30 Meter. Aber sieht gut aus. Und die Farbe gefällt mir auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Und dann hier gibt es halt noch mehr Gräser, ne? So ein Ahornsternchen ist auch ganz cool, ne? Kostet allerdings 98 Euro. Aber sieht hübsch aus. Guckt mal, als Stamm. So, hier drin haben sie natürlich jetzt mehr. Ich hatte überlegt, jetzt das hier mitzunehmen, Silberdraht vielleicht, dass man das dazu pflanzt irgendwie. Aber ich wollte das ein Silberkraut haben, wisst ihr? Das ist eine andere Pflanze. Naja, nehmen wir mal 2 mit. Ich guck mal, wie das dann nachher aussieht. Ob das gut ist oder nicht so. So, im Topf sieht es ja ganz nett aus eigentlich, ne? Sieht das nicht wunderschön aus? Finde ich immer so einen Kontrast zwischen diesem Grün hier oder Dunkelgrün. Ich habe jetzt hier was gefunden, was ich suche. Das hier. Silberblatt heißt das. Genau, davon wollte ich auch ein paar mitnehmen. Und auch diese Pflanzen sind ganz cool. Schöner Kontrast. Davon gucke ich mal gleich mal, dass ich gleich 2 von denen mitnehme. Wahrscheinlich nehme ich jetzt zu viel mit. Das Grab ist ja nicht so groß. Ich gucke gleich. Also die sind aber schon mal ganz gut und ich glaube vielleicht sowas oder so. Oder? Wobei dieses hier sieht auch schön aus. Also das ist hier meine Ausbeute. Ich habe diese hier nochmal mitgenommen, diese Heide hier in diesem Grün. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal was mit. Entweder pflanze ich den Rest zu meinem Onkel oder so, gucke ich mal, was bei ihm auf dem Grab so los ist. Und weil die liegen nämlich nebeneinander im Friedhof. Und ich guck mal. Ich denke mal, loswerden werde ich es. Oder spätestens bei mir zu Hause. Ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause und für mich gibt es jetzt Frühstück. Mein Schnuck schneidet das Video. Die Kinder gucken gerade Netflix, irgendwas gucken die, ne? Eine Serie im Wohnzimmer. Und ich habe jetzt gerade esse ich halt hier. Mein Frühstück. Ich habe hier einmal Joghurt, also Apfel, Apfelmus, eine halbe Banane und ein paar Früchte. Halt, seht ihr schon, ne? Und Grapefruit. Also gut. So, ihr Lieben, ich habe gerade eben kurz mal die Wäsche aufgehängt. Hängt alles voll. Ich habe Bettzeug bei Ash alles abgezogen und genau bei diesem Wetter muss ich es auf jeden Fall nutzen. Und sie trocknet jetzt. Und jetzt würde ich ganz gerne, was ich schon seit Wochen, gefühlt wirklich Wochen vorhabe, das sind Sukkulenten einpflanzen. Und zwar kommt Lavendel raus. Es wird Juhu.
Ich habe gerade das Video aufgenommen und denke so, oh, Fenster ist hier auf im Bad, ob jemand hier sitzt oder so. Nein. Tschüss. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne mal diesen Lavendel hier einmal austauschen. Sukkulenten kommen hier rein, die habe ich ja schon vor längerer Zeit geholt, aber am besten suche ich mir irgendwo ein schattiges Plätzchen. Das ist hier nur so ein bisschen schwierig, weil es hier ist, glaube ich, schöner. Nicht so heiß. Genau. Also Lavendel kommt raus. Ich wollte es ganz gerne einfach ins Beet irgendwo einpflanzen, wahrscheinlich an der Seite vom Haus. Und hier kommen Sukkulenten rein. The talking, the rumors didn't mean anything because you swore you had me, I had you like a stream in the spring. We were brand new. I put myself up there to trust you despite all of the things I've been through. I see now the sweet taste suddenly. Ihr Lieben, ich habe jetzt diese Kisten alles hierher gestellt und wisst ihr, was ich euch zeigen muss? Gestern hatten wir ein Video aufgenommen. Seht ihr das hier? Das ist eine Grille, die haben wir gestern rausgesetzt, beziehungsweise wir hatten mehrere davon. Vom Video von TipTop. Wir haben gestern ein Video aufgenommen, What's in the Box, und die Kinder sollten erraten, was da drin ist. Und ich hatte bei, sag mal schnell, Futterhaus ganz viele Grillen geholt den Tag davor. Hatte echt gehofft, dass sie überleben. Und waren ganz, ganz viele. Auf jeden Fall haben wir da alle geschrien, weil die alle aus ihrer Box rausgesprungen sind. Ich habe gesagt, bitte, wir dürfen die nicht verlieren. Ansonsten haben wir ein Konzert nachts. Ne? Die fangen abends an, Geräusche von sich zu geben. Wir haben sowieso alles voll gefühlt. Also hier hinten und auch da vorne, an den Hecken irgendwie überall, auch in den Reihenhäusern auch überall. Grillengeräusche, Grillengesang, und auf jeden Fall haben wir gestern, nachdem wir halt das im Video gezeigt haben und die Kinder das erraten haben, haben wir die freigesetzt. Und jetzt krabbeln die überall rum. Ich hatte gerade eben da hinten beim Gewächshaus einen gesehen. Es waren sehr, sehr viele. Und eine ganze Schachtel war voll. So, ich gieße noch mal ganz kurz hier meine Erdbeeren. Und da bin ich eigentlich auch schon, glaube ich, fertig. Lavendel habe ich eingepflanzt, muss ich auch noch mal gießen. Habe ich da an der Seite eingesetzt. Jetzt zeige ich euch noch mal, ob ich hier ist immer Unkraut, ne? Immer was zu tun im Garten. Ehrlich, aber macht mir Spaß, so ein Gewusel hier. So, die Ecke habe ich jetzt erstmal ordentlich gemacht, Leute. Ich habe ein bisschen was geschnitten, und zwar diese Erdbeersorte, das ist ja richtig der Hammer, ne? Guck mal, das ist diese hier, die trägt immer noch Erdbeeren, ein paar. Diese hier. Ostara, sagt mir gar nichts, ne? Aber das ist voll der Hammer. Das sind immer noch, ich habe eine große Erdbeere schon abgepflückt und hier sind immer noch welche. Das heißt, die lasse ich jetzt mal so. Und hier sind auch noch welche, guck mal. Aber schade, dass sie auf der Erde irgendwie liegen. Eigentlich müsste man Stroh hier reinlegen. Und dann habe ich die Hortensia mal abgeschnitten. Wahrscheinlich ist es falsch, vermute ich. Aber die war so vertrocknet. Und ein Nachbar, ein ehemaliger Nachbar, ein älterer Herr, der hat es immer so gemacht. Der hat es im Herbst schon zurückgeschnitten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Eigentlich normalerweise lässt man das über Winter so, wie sie sind. Aber wie gesagt, ich probiere es jetzt mal so. Habe jetzt auch abgeschnitten. Und neue Triebe gibt es ja auch sowieso schon, wisst ihr? Verstehe ich nicht, aber ja, mal gucken. Experiment. Ich habe jetzt auch diese Schale hier bearbeitet, und wisst ihr, genau das ist es nämlich. Man merkt, wenn man zum Beispiel so Herbstblüher schon vorher eingesetzt hat, zum Beispiel so wie ich jetzt, weil die Schale irgendwie ein paar Blümchen brauchte, habe ich gesagt, okay, dann hole ich mal Chrysanthemen oder so, aber die werden mir jetzt nicht den Herbst überstehen, weil das nämlich auch, wenn ich es gieße, jeden Tag, ist es so, dass die dann doch das nicht durchhalten, diese Hitze, ne? Ich meine, zum Glück wird es nächste Woche kühler, aber wie gesagt, daran merke ich wieder, ne? Irgendwann muss ich wieder austauschen. Lavendel habe ich jetzt zurückgeschnitten, aber diese hier werden mir nicht lange halten. Mal gucken. Also ich habe es erstmal, wie gesagt, ein bisschen was zurückgenommen. Also ein paar, die schon so ein bisschen bräunlich waren von unten. Guck mal, so sieht man das ja schon, ne? Aber ansonsten, ja, wartet man lieber so ein paar Wochen, bis das Wetter tatsächlich kühler ist. Und fängt erst dann mit dieser Herbstbepflanzung an. Und die sind auch nicht mehr so geil jetzt hier. Irgendwie gefühlt haben die hier gar keine Blüten mehr. Wo sind die abgeblieben? Naja, auf jeden Fall. Vielleicht ist denen auch hier alles zu heiß, weil das nämlich die Südseite hier ist. Deswegen, vielleicht kommt es noch dazu oder so. Wenn man es ein bisschen vielleicht in Schatten stellt oder so. An die Nordseite vielleicht.
Dann würde es vielleicht besser klappen als jetzt hier in der Sonne. Und hier hatte ich ja auch alles zurückgeschnitten. Und was ist? Es kommt alles wieder. Guck mal, die ganze Minze. Ich habe verschiedene Sorten von Minze jetzt hier drin. Und auch, guck mal, Thymian kommt auch. Das ist richtig so unkompliziert alles, ne? Wir haben hier Schokominze, Mandarinenminze, Grapefruitminze habe ich alles bei Wohlers geholt, Erdbeerminze. Ist cool. Vor kurzem war das alles noch so richtig kahl. Also ich habe ja wie gesagt alles zurückgeschnitten, weil ich gedacht habe, so das reicht irgendwie. Aber das wächst jetzt hoch und wir haben noch ein bisschen natürlich Unkraut hier dazwischen, ne? Aber das bleibt nicht aus. Aber der Standort ist ja auch optimal. Und teilweise gehen hier die Wurzeln so richtig überall so rum, ne? Also wenn man sieht, manchmal da, seht ihr, da geht wieder was. Krass, ne? Ich finde das cool. Sehr schön, freut mich. So, mittlerweile bin ich jetzt hier angekommen im Gewächshaus. Wir haben gerade ein bisschen gesessen, ich mit Alina ein bisschen geschnackt. Das ist so schön, wenn man so draußen sitzt und ein bisschen sich unterhalten kann in Ruhe. Er ist drin. Und die sagt, Mensch, kann ich dir irgendwie helfen? Ich so, okay, wenn du Bock hast, kannst du mir Gewächshaus gießen. Die gießt gleich weiter, hat schon angefangen. Und ich würde ganz gerne Gurke abpflücken und dann das Braune rausschneiden. Oder ich frage, ob Alina Bock hat, das rauszuschneiden. Weil die Blätter, guckt mal, teilweise ist doch ein bisschen was Braunes ja alles da. Vielleicht hat sie Lust, gleich was abzuschneiden. Ich frage sie gleich mal. Finde ich voll süß. Das sind so typisch Mädchen, ne? Meine Jungs würden mich nicht fragen, Mama, soll ich dir helfen? Es sei denn, ich schleppe irgendwas und dann, klar, das ja. Aber sowas bei so einer Gartenarbeit haben die irgendwie nicht so viel Bock. So, ich habe jetzt Lavendel beschnitten. Ich habe nämlich noch einen im Topf gehabt. So, alles ab. Wisst ihr was? Ich habe heute bei Wolas gefragt wegen unseren Äpfeln, wegen dem Apfelbaum, weil ja die Äpfel da hinten an einem Baum, der so viele Äpfel trägt, diese Punkte sind. Er sagt, das ist irgendein Pilz, blabla Pilz. Sagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Dieses Jahr fällt das alles ab nachher und dann nächstes Jahr fängt es wieder von vorne an. Also es wird nicht übertragen. Er sagt, dass es das wohl manchmal so vorkommen kann, wenn man die Bäume einpflanzt, dass sie dann doch diesen Pilz haben. Manchmal haben es die Blätter, manchmal die Äpfel, weil die Blätter haben eigentlich nichts, habe ich das Gefühl. So, und toi, toi, die Kirschen sehen noch gut aus. Naja, wir machen gleich weiter. Halina ist kurz drin. Warm ist das, aber es ist ein bisschen windig bei uns hier im Norden. Das ist auch immer ganz angenehm. So, wir haben hier jetzt die Grashüpfer bzw. die Grillen einmal da und irgendwo krabbelt da. Er traut sich, die gar nicht zu nehmen, aber die machen nichts. Alina hatte sie gerade auf der Hand und sie gießt gerade ein paar Blümchen. Ich schneide gerade übrigens diese ganzen Blätter ab, guck mal. Allerdings habe ich diese Pflanze, glaube ich, jetzt ruiniert, weil hier neue Gurken kommen und ich habe sie hier geschnitten und ich weiß nicht, ob das jetzt was wird oder nicht. Auf jeden Fall, guck mal, kann ich die jetzt auch nicht abschneiden, weil hier nämlich noch neue Gurken sind. So, ich bin so froh. Im Gewächshaus sind wir auch soweit fertig. Alina hat alles gegossen. Ich habe jetzt vieles Trockenes abgeschnitten. Allerdings musste ich dann auch die Gurken pflanzen. Die sind ja bei mir schon auf dem Boden gewuchert. Und ich habe versucht, jetzt die Tomaten quasi zu trennen. Also eine Tomatenpflanze ist schon nach da gegangen und die Gurken nach da. Deswegen habe ich alles ein bisschen geschoben, alles da so festgemacht. Und ansonsten bin ich hier soweit erstmal fertig. Also so wie es aussieht, kriegen wir hier noch wirklich ein paar Gurken, ne? Irgendwo hier, eine ganz große Salatgurke noch. Auf jeden Fall hängen überall hier Gürkchen. Und ich habe sie jetzt wieder vom Boden hochgehoben und einfach hier so raufgelegt. Keine Ahnung, ob das alles geht oder nicht. Hier sind noch mehr Gurken, guckt mal. Das ist krass, ne? So, hier sind wir erstmal fertig. So, merkst du es da oben auf dem Balkon? Wie viele Tomaten habt ihr? Drei. Seht ihr die? Rot. Cool. Eins, zwei, drei. Aha. Hier hängt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Cool. Bitte Ja. abpflücken. Acht, neun. Ja, drei sind rot. Ja, das ist cool. Das Sehr ist gut. schön. Eure eigene erste Ernte, ne, sozusagen. So, und hier ist unsere Ausbeute quasi aus dem Gewächshaus heute. Ist nicht viel, ne? Hält sich so in Grenzen. Die Tomate ist mir leider abgefallen. Ich melde mich mal zurück. Es ist jetzt kurz vor vier. Inzwischen ist hier so einiges passiert. Ich habe Alina nach Hause gebracht. Wir haben noch bei Junge was geholt. Und jetzt mache ich für uns Mittag. Ach, so spät schon, ne? Es gibt einmal Wildfleisch. Kartoffeln müssen wir noch anbraten. Habe ich noch nicht gemacht. Bin aber gerade dabei. Übrigens zum Frühstück gab es heute bei den Kindern ja diese Brötchen. Und die schmecken ganz gut. Diese hier, ne? Hatte was gegessen. Und hier habe ich Salat gemacht. Und Knobi. Bei dem Wetter kann man eigentlich gar nicht so viel essen. Einmal mit Rucola, Gurken, Tomaten aus dem eigenen Garten, Schafskäse, Petersilie, Schnittlauch,
Olivenöl, Kürbiskernöl ist da drin. Und Frühlingszwiebel, habe ich gesagt, ne? Und einmal unseren leckeren Knobi. Auf jeden Fall wollen wir gleich mit Adrian essen. Ash ist mit seinem Kumpel zum Training. Die wollten ins Gym. Vorhin hat dann mit Alina ein bisschen Vokabeln haben sie geübt. Lateinvokabeln, die schreiben wieder morgen einen Test. Und sie hat ihn abgefragt. Na gut, also ich mache noch ein bisschen hier weiter. Das Essen ist soweit fertig, Leute. Oh, es ist schon gleich, ja, nee, es ist 4. Wir wollen jetzt hier essen, drin, nicht draußen. Draußen ist es immer noch nach wie vor sehr heiß. Wir hatten heute über 30 Grad oder haben. Das ist einfach wirklich zu warm. Und im Gewächshaus war natürlich noch heißer. Allerdings ist die Sonne mittlerweile irgendwie schon so recht verschwunden. Ich müsste aber gleich nach dem Essen nochmal schnell die Wäsche abnehmen. Ich habe ja ordentlich Wäsche gewaschen. Und dann auch schon wieder den Garten gießen, ne? Und schon ist hier langsam Feierabend, ihr Lieben. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, die Kinder sind im Kino, die gucken Minions Teil 4, wenn mich nicht alles täuscht. Leo ist bei uns gerade. Wir, Adam und ich haben draußen was gemacht, Blumen gegossen, Wäsche abgenommen, als übliche. Dann habe ich ein bisschen was vor Regen jetzt weggestellt, weil morgen soll es ja regnen. Und Leo nicht mich ablecken, das ist eklig. Und du hast ein bisschen gewuselt und gewuselt. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal hier was aufgenommen habe. Das Essen gezeigt oder was? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist jetzt aber erstmal alles fertig für heute. Und ehrlich gesagt bin ich froh, wenn wir bald Herbst haben, dass man, das ist echt viel mit der Gartenarbeit, ne? Mit diesem Begießen überall und anstrengend, ja. Na gut, ihr Hübschen, also drückt mir die Daumen für morgen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Wobei das morgen früh, habe ich gesehen, eigentlich soll es den ganzen Tag regnen. Und ich wollte, wie gesagt, Bepflanzung machen und zu meiner Mutter noch fahren. Ich muss gucken. Ich hoffe, dass es alles einigermaßen gut funktioniert. Na gut, ihr Hübschen. Ich würde sagen, das war's dann von uns an dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.